Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Deponia. Wir haben jetzt was zu tun. Und zwar habe ich mir überlegt, wir müssen diesen Papagei zu Toni bringen. So, wie machen wir das? Mit Narkotium vielleicht. Weiß ich nicht. Wir probieren das mal alles aus. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Gut, das frisst er nicht. Kann man den irgendwie dem Ballon mit Helium geben? Ja. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. So, jetzt haben wir hier einen betäubten Papagei drin. Jetzt können wir den bestimmt zu Toni bringen. Die will den doch haben. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Hey, du, aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Hauptsache Kaffee reingeballert. So, hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Wer ist dich, Toni? Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus, raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Gut, jetzt hat Toni zwar den Vogel, das hat uns auch nicht wirklich was gebracht, aber wir können nochmal hier gucken. Wir müssen aber schon mit diesem Code hier irgendwas anfangen können. Irgendwie hier drüber, was ist das? Komm, das. Oho, warte mal. Ich brauch das nochmal. 1, 3, 2, 3. Wahrscheinlich 0, 6. Da steht er davor. 0, 6. Ja, ne, 3, 6. Die 1, 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Das probieren wir direkt aus. 3. Könnte klappen, oder? 3, 6, 4, 9. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Jetzt können wir bestimmt das hier mitnehmen. Und was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Das Mikrofon haben wir ja schon. Fehlt nur noch der Hörer. Fehlt nur noch der Hörer. Den Hörer hat er ja oben. Jetzt will ich erstmal gucken, ob wir vielleicht den Wippvogel, ob wir den hier auf die Stange setzen können. Vielleicht will Hanik den haben. Ach, witzig. Ich habe genauso ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, es ist ja nicht. Die Teile findet. Okay, er braucht also keinen Wippvogel. Süß, leider taugten sie nichts als Minengas-Frühwarnsystem. Sie sind immer weggelaufen, anstatt tot von der Stange zu kippen, wie es sich gehört. Ja, eigentlich muss doch der hier auf die Stange noch, oder? Ne, da geht's zu Lonzos. Oder zu Lonzo. Ich geh nochmal. Warte mal, hier bin ich. Mist. Gizmo hat meine Philosophie zu und dabei geht. Hey,
Nee. Ich dachte, gut. Aber... Nein. Okay, ja, Gizmo ist nicht so mein Fall, der ist nicht so cool. Dann gucken, was ich mit diesem Webvogel machen kann. Vielleicht kann ich den irgendwie dem Typen hier oben den geben. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Ja, na klar. So, jetzt, Mann, wie kriege ich den? Damit kennt sich der Kerl doch. Das Einzige, was er kann, ist in diese Rohre. Ja, der okay. Punkt ist... Ja, kann ich den irgendwie auch abschießen? Wir haben noch ein paar Luftballons. Aber wie kommen wir nicht an das Helium ran? Jetzt gibt es schießen den wieder damit ab. Damit kennt so sich der Kerl. Das Einzige... Der Punkt so ist... wie, Tony. Damit kennt sich das Einzige... Und der Punkt... Nur die Tür wieder zu machen. Okay, mal gucken. Vielleicht könnten wir auch den Ballon hier von wie heißt er? Von Wenzel wiederholen. Wenzel hat eine Schutzklappe auf dieser Egoist. Wo übe ich? Das haben wir ja schon. Wo ist überhaupt Wenzel? Können wir vielleicht den Ballon wiederholen? Oder den Ballon. Hier gibt es keinen Wunder. Das sitzt auch so schon. Das sitzt okay, auch so. Wie kriegen wir diesen Ballon wieder? Ist die Frage. Vielleicht die Katzen irgendwie da durch? Ich will die Katzen. Mann. Wie muss man da diesen. Vielleicht diese Schnur da wieder bekommen? Wenzel hat eine Schu... Ja, okay, warte mal. Kommen wir wieder in Tonys Laden. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Tony! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Können wir mit dem jetzt... Mit der jetzt irgendwie was... Torken. Ich wollte ihn verabschieden. Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Alles Lügen. Können wir ihn wieder auf die Stange draufsetzen? Nein. Toni übt offenbar einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ah, Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kunis Rollstuhl zerschnitten. Ah. Ja, das war lustig. Den Papagei können wir doch jetzt... Den können wir doch bestimmt jetzt hier hinsetzen, oder? Wieder zurück? Weiß nicht, vielleicht. Hier, Hanek. Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Achso, jetzt haben wir den... Ah, warte mal, wir können doch den Papagei bestimmt irgendwie hier oben, der muss ja irgendwie hier, vielleicht können wir den... Die muss ich nicht kreuzen. Wir müssen den irgendwie wegbekommen und dann den Papagei hier safe da hinsetzen, weil er hat dann immer irgendwas erzählt. Safe ist das, ich weiß nicht, wie der Typ hier weg muss, wegkommen, so, das, gut, das ist auf jeden Fall, so, jetzt die Frage. Bei Toni im Laden gibt's doch bestimmt noch mal was zum so einen Haken. Dann wird er auch daher geholt. Finger weg von meinen Sachen. Hier? Nein. Ah, Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kuh. Ja, das war witzig. So, was ist mit dem Wipfug? Er kann nichts außer nicken. Hey, er ist ein adäquater Ersatz für Wenzel. Für Wenzel, der könnte noch bestimmt bei Wenzel in die Bude bauen. Oder was ist denn Wenzels Aufgabe? Vielleicht im Wenzels Keller reden? Ich will mit Wenzel. Könnte ein Tipp gewesen sein oder auch nicht. Das weiß ich nicht.
Er kann nichts. Hey! Was ist mit ihm? Können wir ihn hier durchjagen? Nicht doch. Ihn einfach. Nein. Wir brauchen den Papagei auf jeden Fall spielen, bin ich ganz sicher. Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Nicht doch. Ihn einfach. Vielleicht irgendwie. Ich glaube, wir müssen die Schnur. Weil er könnte ja hier auch sitzen. Ja, hier kann man doch irgendwie immer sagen: Der Nächste bitte. Nächster bitte! Das könnte man doch irgendwie. Nicht doch. Ihn einfach. Irgendwie das. Kommt bestimmt zusammen. Na, wie ist die Frage? Der eine labert die ganze. Ein toll. Das muss nicht um. Gold bringt ihren. Gehen wir mal weiter gucken. Hier gibt's auch nichts mehr, ne? Er ist und bleibt ein Penner. Wie kriegen wir den da oben weg? Das ist die Frage. Wo sind alle Dorfbewohner? Das ist die andere Frage. Hier geht's zu Tonis Bude, hier geht's zu Tonis Laden, hier geht's in Tonis Laden, hier ist ein Fenster. Benzel hat eine Schießerei, wo übe ich denn? Wie kriegen wir denn diesen. Benzel hat eine Sch. Mal gucken, ich geh nochmal hier vor die Stadt. Aber hier haben wir im Grunde schon alles gemacht. Tja, ein geübter Mann. Und wieder mitnehmen. Na gut, der wirft es nur wieder ab. Gleich nochmal. Verdammt. Wo kriegen wir das her? Ein Wunder, dass er. Er ist doch schon wach. Also wieder einpennen lassen können wir ihn nicht, aber die Katzen können wir. Hey, aufhören! Kaffee? Gold trinkt ihren Kaffee. Nö. Ah, Mann. Gehen wir mal zu Tonis Haus, vielleicht können wir da mir was regeln. Hier hat ja vorher Hanik gesessen. Früher zumindest. Was die Klingel immer bringen. Na, hier war ich auch schon überall eigentlich. Ja, hier ist gar nichts mehr. Da kann man bloß. Nur so noch hier. Egal, dann gehen wir nochmal irgendwie vor die Stadt. Guck nochmal in jedem Haus, ob wir was vergessen haben. Zu Toni. Vielleicht will die Katze. Was haben. Hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfall tot. Kann ich Toni braucht kein weiteres Abschiedsgeschenk. Okay, nee. Ich habe ihr schon meine Skorpionfarm vermacht, wobei ich den Rahmen behalten habe. Mann. Oh, wie krieg ich denn? Ich muss da nochmal hier so einen Haken klauen, aber ihr. Ach, der verweht. Über Toni können wir momentan nichts reißen. Bei Wenzel scheinbar auch nicht. Vielleicht können wir nochmal hier irgendwie. Das war's wohl mit der Trink. Wenigstens geschah es für. Okay, nee, das. Hier war gerade ein Fall nach unten. Oh, achso, zum Dorfzentrum. Der geht ja wahrscheinlich hier. Ja, okay. Vielleicht nochmal in die Gasse zu Hanek. Sprengsignal. Oha! Sprengsignal! Achtung! Sprengung!
vielleicht können wir ja Vance ins Haus sprengen. Irgendwie. Warte, wir gehen das nochmal. Wieso ging das nicht mehr? Ich würde gerne Wenzels Haus einmal wegspringen. Also spricht den Ballon hier rum drüber. Wie war denn das nochmal? So geht's nicht. Kann man das überhaupt nochmal? Schade, sonst hätte man mit dem Ballon hier wegspringen können. Den Papagei will er ja nicht haben. Egal, dann machen wir hier wieder einen kleinen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Deponia. Tschüss.